Herzlich willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Mein Name ist Monsieur Christian und ich werde heute einen Blick in die Karten für dich werfen. Du hörst dir die Legung an und schaust einfach, ob du mit ihr in Resonanz gehst. Wenn die Antwort darauf ja ist, zeigt das einfach, dass die Legung dich gefunden hat. Einen klaren Blick auf die Zukunft. Königin der Schwerter. Sechs der Kelche. Fünf der Kelche. Es wird Zeit, dass sich etwas für dich verändert. Ganz klar. Es wird Veränderung kommen und du brauchst auch Veränderung. Das ist dieser Zustand, den wir haben. Das ist der Zustand, der sein wird. Das heißt, wir haben einfach diese Fünf der Kelche, diese Königinnen der Schwerterenergie. Etwas deprimiert, muss man sagen. Vor allem in Bezug auf die Liebe. Ganz klar. Und dieses Deprimiertsein, das muss jetzt nicht in jedem Lebensbereich sein. Klar, das kann auch abfärben, sage ich mal. Das heißt, wenn eine Sache wirklich gar nicht passt, dann muss man immer irgendwie daran denken. Aber hier wird Veränderung kommen, auch wenn du hier schon etwas enttäuscht bist. Du bist kälter geworden, du bist härter geworden, misstrauischer, würde ich sagen. Und diese Königin der Schwerter ist aber auch klug. Das heißt, du bist jemand, der intelligent ist. Jemand, der auch viel Lebenserfahrung gesammelt hat. Das heißt, du bist sehr, sehr erfahren. Du hast schon einiges lernen können. Weil diese Königin der Schwerter, die ist bestimmt, die ist gerecht und die ist sehr, sehr klug. Die weiß, dass sie sich an erste Stelle stellen muss. Und dass sich dann der Rest ergibt. Und genauso wird es bei dir sein. Du stellst dich an erste Stelle und hier wird etwas sein. Ich kann hier ganz klar ein Beisammensein erkennen. Eine tiefe Bindung. Es geht nicht um eine Affäre. Es geht nicht um was Lockeres. Es geht hier um etwas Festes, etwas sehr, sehr langfristiges. Und mit diesem Menschen wirst du zu einem gewissen Zeitpunkt auch zusammen wohnen. Ihr werdet zusammen sein. Ihr werdet eine Familie sein. Ja, das könnte sein, dass ihr möglicherweise schon Kinder habt oder sogar noch Kinder bekommt. Könnte aber auch einfach heißen, dass ihr beide zusammen eine Familie seid. Man muss ja nicht unbedingt Kinder haben, um eine Familie zu sein. Man muss ja nicht unbedingt Kinder zusammen haben, um eine Familie zu sein. Es kommt eher auf dieses Gefühl an, dieser Zusammenhalt. Weil nur weil man jetzt eine Familie hat, eine physische, eine Blutsverwandte, sage ich jetzt mal, mit einer Blutsverbindung, heißt es noch lange nicht, dass das alles glücklich ist. Hier wird aber wirklich ein wertvolles Beisammensein sein, ein qualitatives. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, die Qualität. Viele Menschen haben diese Qualität nicht. Die nehmen irgendwen, weil sie nicht alleine sein können. Oder sind mit jemandem zusammen, den sie gar nicht wirklich lieben. Hier haben wir wirklich eine Bereicherung. Das heißt, eine Beziehung, die aus der Kenntnis entsteht, dass ihr euer Leben gegenseitig bereichert. Das heißt, das kommt nicht aus einer Angstemotion zustande. Oder es kommt nicht zustande, weil man sich denkt, ich brauche irgendwen, weil ich kann nicht alleine sein, ich mag nicht allein einschlafen.
Und glaube mir, es gibt auch Menschen, die erwachsen sind und nicht allein einschlafen können. Die gibt es. Schauen wir weiter. Mehr zu dieser Person. Ich brauche mehr Klarheit über diese Person. Königin der Münzen. Zehn der Schwerter. Ass der Kelche. Das ist jemand, der noch nie bei einem Menschen wirklich ein Gefühl der Liebe verspürt hat. Da wirst du wirklich die erste Person sein, bei der man das verspürt. Aber dann wird es stark sein, es wird intensiv sein. Ass der Kelche. Seelenverbindung. Und wir haben hier ganz klar eine Seelenverwandtschaft. Das heißt, das wird dein Seelenverwandter sein. Und das ist sehr klar eine Seelenverwandtschaftsverbindung. Es geht hier nicht um Zwillingsflammen, nein. Und das ist ein Typ Mensch, der seine Liebe zeigt, der dich auf Händen trägt, aber der nicht irgendwie bedürftig ist, sage ich mal. Das heißt, das ist niemand, der versucht, zu schnell zu erzwingen, damit eben ist, was man meint, das sein muss. Und weil ich jetzt gesagt habe, der hat noch nie wirklich geliebt, heißt nicht, dass diese Person sehr, sehr unerfahren ist. Nein, es geht einfach darum, dass man noch nie mit dem Herzen wirklich wo dabei war. Man kann ja seine Erfahrungen sammeln, man kann viel Spaß haben, aber das heißt nicht, dass immer Liebe und Gefühle im Spiel sind. Diese Zweisamkeit wird eine neue Erfahrung sein für diesen Menschen. Etwas ganz Neues. Der hat auch viel an sich gearbeitet bisher. Viel getan, um dahin zu kommen, wo er ist. Ausgeglichenheit. Es ist immer besser, mit jemandem zusammen sein, der Ausgeglichenheit hat, als mit jemandem, der keine hat. Das wird hier ein Vorteil sein, die Ausgeglichenheit. Wer ist diese Person? Kennst du die oder ist das jemand Neues? Zehn der Kelche. Acht der Münzen. Sechs der Stäbe. Es könnte sowohl jemand sein, den du kennst, es könnte aber auch jemand sein, der ganz neu in dein Leben tritt. Was ich dir sagen kann, wer das nicht ist, das ist niemand, der dich irgendwann mal betrogen hat oder der jetzt mit einer anderen Frau zusammen ist. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der an jemanden denkt, der gerade irgendwie mit einer anderen zusammen ist oder etwas dergleichen, dann muss ich dir sagen, das ist nicht die Person, um die es hier geht. Das ist nicht dieser Mensch, der hier in der Legung mit dir zusammen sein wird. Hier geht es um jemand anderen und das ist ein Macher. Der hat sein Leben im Griff. Und wie immer, es kann sich sowohl um einen Mann handeln als auch eine Frau. Meine Legungen sind nicht geschlechterspezifisch, auch wenn sie aus der Sicht einer Frau gemacht sind. Es liegt einfach daran, dass die meisten zu sehr Frauen sind. Sie gelten aber natürlich für jedes Geschlecht und du kannst das Geschlecht einfach auf deine Situation ummünzen. Dadurch, dass der genau weiß, was er möchte, fällt es ihm auch leichter, seine Ziele zu erreichen. Das heißt, ein sehr, sehr fleißiger Mensch, ein sehr, sehr kraftvoller Mensch, ein sehr, sehr energetischer Mensch. Und das ist auch genau das, was du brauchst, muss ich sagen. Das ist jemand, der Stabilität in dein Leben bringen kann. Du brauchst niemanden, der Instabilität bringt.
Du brauchst jemanden, der sein Leben im Griff hat, weil du erkannt hast, dass nur eine Bereicherung das ist, was gut für dich ist. Du brauchst niemanden, den du bemuttern musst. Du brauchst niemanden, dem du helfen musst, alles zu tun, was er tun muss, der einfach sein Leben nicht im Griff hat. Das ist dieser Mensch nicht. Und das mag sich jetzt für den einen vielleicht anhören wie, naja, aber ist das nicht irgendwie unromantisch? Weil die Liebe fällt hin, wo sie hinfällt. Ich kann dir nur sagen, dieser Mensch ist so, wie ich ihn jetzt beschrieben habe. Und eigentlich ist das sehr romantisch, weil was nützt dir die Romanze mit jemandem, der bis zum Hals in Problemen steckt, wo diese Probleme früher oder später zu deinen Problemen werden? Glaube mir, hier, wenn das deine Legung ist, hast du ein Gutes losgezogen. Das kann ich dir sagen. Schauen wir genauer auf den Aspekt eures Zusammenseins, eurer Liebe. Tod. Achter Kelche und die sieben der Münzen. Wenn ihr aufeinander trefft, wird es ein vollkommener Neubeginn. Es wird der Anfang eines schönen Zeitalters für dich, wo man die Vergangenheit begräbt, wo man diese Gewissheit hat und wo sich auch von selbst einmal etwas tut. Das wird keine Beziehung sein, wo es dauernd Hürden gibt, Hemmungen, Blockaden, wo man dauernd Arbeit hineinstecken muss. Nein, es wird eher was sein, wo du dich auch mal fallen lassen kannst, weil es einfach passt, wie es passt. Es ist dieser Fluss der Gefühle da, dieser ausgeglichene Fluss. Ihr passt gut zusammen. Ihr habt die gleichen Vorstellungen vom Leben. Und ihr seid Seelenverwandte, was Besseres gibt's nicht. Und das wird auch eine Leere in euch beiden füllen. Vielleicht sagst du jetzt, gut, in mir ist keine Leere. Aber wenn diese Legung für dich ist, ist zumindest eine kleine Leere in dir drinnen. Ganz klar. Wenn du sagst, in mir ist gar keine Leere, auch keine kleine Leere, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann ist diese Legung nicht für dich. Muss ich dir auch ganz klar sagen. Drei der Münzen. Zwei der Schwerter. Und der Hierophant. Überraschungen. Dieser Mensch hält einige Überraschungen für dich bereit. Einige Abenteuer, die dich manchmal, vor allem zu Beginn, etwas verunsichern werden, weil du schon ein gebranntes Kind bist und sich hier natürlich diese Gedanken sofort einschalten. Meint dieser Mensch es ernst? Soll das ein Spiel werden? Was hat das zu bedeuten? Dieses Misstrauen, diese kleine Stimme, die sich da zu Wort meldet. Aber ich kann dir sagen, es ist kein Spiel, was man hier mit dir treibt. Nimm es einfach mit Charme. Verstehe diesen Menschen. Du wirst ihn verstehen. Hör einfach auf dein Herz. Hör hier wirklich auf das, was deine Gefühle dir sagen, was dein Herz dir sagt und entschlüssle diese Geheimnisse. Es ist etwas Interessantes. Es ist eine sehr interessante Person. Das ist kein offenes Buch. Das muss ich dir auch sagen. Das ist niemand, wo du dich hinsetzt und nach einem Gespräch ist alles gesagt. Und das war's dann. Und dann
kennst du ihn hundertprozentig und vertraust ihm hundertprozentig, weil er dir seine ganze Lebensgeschichte innerhalb kürzester Zeit erzählt hat. Das ist dieser Mensch nicht. Dazu ist auch viel zu viel in seinem Leben passiert. Das heißt, du hast ja jemanden, der sehr, sehr reif ist, der sehr erfahren ist, der schon andere Länder bereist hat, der wirklich was gesehen hat, verschiedenste Kulturen kennenlernen konnte und einen stark erweiterten Horizont hat. Sehr belesen, ja, der interessiert sich für Dinge wie Kunst und Kultur, der hat Interessen. Jemand, der gebildet ist, allgemein gebildet. Damit meine ich einfach, dass du mit ihm über verschiedene Themen reden kannst. Sehr verständnisvoll. Der hat auch dieses Gefühl, diese soziale Intelligenz, dass er erkennt, was du brauchst. Und das in Kombination mit seiner Liebe, die er für dich empfindet, ist etwas sehr Angenehmes, was dir zugutekommen wird. König der Kelche. Königin der Kelche. Drei der Kelche. Sehr, sehr viele Kelche. Bevor wir jetzt zu diesen Karten kommen, kannst du natürlich auch, wenn dir meine Legungen gefallen, wenn sie dir weiterhelfen, die Benachrichtigungsglocke unter dem Video aktivieren, dann wirst du keine weitere Legung mehr von mir verpassen. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Kelche. Das bedeutet, das ist auch so eine kleine Warnung, etwas, was ich dir gleich sagen kann. Es wird gewisse Menschen geben, in seinem Umfeld, in deinem Umfeld, vielleicht auch in beiden, die kommen werden und versuchen werden, dem einen den anderen schlecht zu reden. Natürlich kann man sagen, die gibt es oft, aber sei darauf gefasst und lass dich von dem nicht beirren. Ja, das ist gleich etwas, was ich dir sagen kann. Das wird nicht stimmen und diese Stimmen, die da laut werden, werden nicht aus dem Grund laut, weil man es gut mit dir meint und ernsthafte Bedenken an deinem Gegenüber hat oder auch umgekehrt, sondern aus Neid, aus Eifersucht oder auch einfach aus ich muss mir hier das Maul über irgendwen zerreißen, weil ich sonst nichts zu sagen habe und dann mache ich lieber das, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich zweifle jetzt auch nicht daran, dass euer Bann stark genug sein wird. Wir haben jetzt nochmal Königin der Kelche, König der Kelche. Und das signalisiert mir auch einfach nochmal, wie stark euer Bann sein wird. Aber ich wollte es dir nochmal gesagt haben. Ja, ich sage es gleich dazu. Darauf musst du dich gefasst machen. Dann kannst du auch einfacher damit umgehen, wenn es dann soweit ist. Das war jetzt auch die Legung. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal.